Dies ist eine Geschichte von einem kleinen Jungen, den das System so hart fickte, dass er heute nicht mehr unterkommt. Es war einmal ein kleiner Junge in einer Vorortstadt. Er war 14 Jahre, aber trotzdem mochte schon das Hasch. Es sieht ihn nicht davon ab, das Sterni zu genießen. Der Junge war noch sehr jung, aber trotzdem konnte er schon sein Samen über seine Freundin ergießen. Was hat er schon, außer sein Selbstvertrauen und seine Härte? Es brachte ihn nicht weiter, er sein Leben erschwerte. Egal was passiert, er zog aus nie seine Lehre. Sein Vater war ein großer Patriot, doch das hinderte ihn nicht daran, dass er über Meeresmaul flog. Er war nie für ihn da, wenn er ihn wirklich mehr brauchte, hatte kein Vater in seinem Leben. Das Resultat war, dass er Supermärkte ausraubte. Die Mutter war am Ende, sie konnte nichts machen, außer zu schauen. Dann waren da noch die aggressiven Freunde, die sie immer wieder verhauen. Er wollte ihr helfen, doch er war noch zu jung. Das folgte sein ganzes Leben, darauf folgte, er wurde stumm. Er ist nicht dumm, er wurde nur abgestempelt, in eine Schublade gesteckt und in der Schule immer gehändelt. Alles um ihn herum wird immer abstrakter. Die Zeit zieht an mir vorbei, nur wird zum bekannten Stadtlascher. Das Ghetto, was in mir steckt, macht den Herd als ihn Knast. In Haft in der Stadt, in der ich wohne, beginnt Tag für Tag ein hartes neues Pflaster. Es ist ein täglicher Kampf um Macht und Ehre. Die hinterhältigen Bitches sein Leben noch mehr erschwerten. Eine harte Misere, in der er steckt und du tapfer zwickt. Es dauerte eine ganze Zeit, bis er es raffte und begriff. Beschiss hat er nur zu gut gekannt. Er liest überall in der Zeitung, er soll stolz sein auf sein Land. Warum ist er dann jeden Tag aufs Neue abgebrannt? Er bleibt unerkannt, was er machte und bewirkte. In seiner Tische ist er auf Ewigkeiten verflucht. Weißt du nicht, wo er ist? Nein. Weißt du nicht, wo er ist? Nein. Glaubst du, dass er tot ist? Nein. Ist er nicht? Ich bin ja in der Erde gewesen. Dort sind alle Toten. Aber Kai war nicht da. Es war ein kleiner Junge. Er befand sich in einem Kreisstadtdschungel. An seinem Körper nur Pein, anstatt einem anständigen Fummel. Er lief so die Straße entlang und dachte darüber nach, welche Süßigkeiten er kaufen kann. Ein paar Rattenschwänze, Hitcher-Lutscher oder Popcorn brichten seinen Zuckerwert in Topform. Er schaut den Dorfform, war dieser Verkäufer, verkaufte den vorbeilaufenden Läufer den Zustand, von dem sie träumten. Er schaut in seine Hosentaschen und nur in die 50 fertig heraus. Er nahm 6 Cola-Flaschen und packte noch ein paar andere Sorten darauf. Er schaut auf die Uhr und dachte, ich muss nach Hause. Die Angst stand in seinem Gesicht geschrieben. Die Menschen um ihn herum dachten bestimmt, er würde jede Situation ausnutzen, um zu lügen. Doch die Zeit war noch nicht reif, um seinen Vater zu besiegen. Es war soweit, er stand vor seiner Haustür. Er brachte es nicht fertig zu klingeln, denn auf ihn wartete schon dieses beschissene, bestialische Tier. Er wurde nicht hineingelassen, nein, er wurde hineingerissen. Denn sein Vater hat an diesem Tag einen Bacardi-Verschleiß von 3 Kisten. Nun stand er vor ihm, es knallte. Natürlich konnte er sich nicht helfen, nach dem dritten Schlag regte sich gar nichts mehr und das Zittern begann. Nun stand sein Vater vor dem Körper, an dem sich kein Geist mehr befand. Er hat Angst. Jeden Abend kitzle ich ihn mit meinem scharfen Messer am Hals, da zittert er immer so komisch. Ich schlafe immer mit dem Messer. Man weiß nie, was kommen kann.